Und damit recht herzlich willkommen zur nächsten Folge Demon's Souls. So, in der letzten Folge hatten wir den Turmritter gelegt. Und ich werde von dem Bosskampf auch nochmal ein separates Video hochladen, ein Guide, das ich dann natürlich auch kommentieren werde im Kampf. Gegen so Bosse rede ich meistens nicht so viel, aber das werde ich noch nachholen in so einem Guide. Also ihr könnt da ruhig nochmal reinschauen. Ich erkläre es dann nochmal ein bisschen, wie ich es gemacht habe. Ja, und dann, genau, hoffe ich, dass ihr da viel Spaß habt damit und da genauso gut durchkommt. Gut, wie versprochen, machen wir jetzt in dem Abschnitt vom Turmritter weiter und werden dort durch das nächste Nebeltor schreiten. Ich hoffe mal, dass da nicht gleich wieder ein Boss drin ist. So, ab zur Vorburg. Genau, ihr seht da, ich habe hier eine neue Rüstung angelegt. Ich glaube, es ist eher eine Ritterrüstung, aber die schützen es halt ein bisschen mehr. Und ist natürlich besser wie unsere Standardrüstung von ganz am Anfang. Gut, Leute, dann würde ich sagen, jo, machen wir weiter. Sieht schon wieder so. Ein dichter, farbloser Nebel hält dich zurück. Nur jene, die einen Erzdämon getötet haben, können hier passieren. Was für ein Ding? Ein Erzdämon? Ein Erzdämon haben wir noch nicht getötet. Okay, dann würde ich sagen, zurück zum Nexus und erstmal in die Welt 2.1 dann. Müsste hier das sein, hoffe ich mal. Keilstellen des Grabkönigs berühren. Steinfangkatakombe. Gut, Schmiedeareal. Schauen wir uns das mal an. Schmiedeareal. Oh. Excel. Hartsteinscheibe. 8 Mal. Oh, sehr schön. Oh, schaut das nice aus. Seele eines unbekannten Helden. Oh, schaut schon sehr nice aus. So, schauen wir, hier ist wieder Jesus. Hallo. Seelen, Seelen. Ich tausche gute Waren gegen Seelen. Schauen wir mal, was hast du denn im Angebot? Wettstein, Spitzhacke. Elixir hört Ausdauergeneration. Ja, okay. Unsere kleine Stadt. Ein netter kleiner Ort. Die anderen mit den Eidechsenaugen sind mit ihren Steinen beschäftigt und kümmern sich nicht um einen alten Mann wie mich. Das macht das Leben ziemlich leicht für mich. Ich komme mit allem davon. Ich wusste immer, es gibt einen Gott. Danke, dass ihr euch um mich sorgt. Oh, habt ihr von glänzenden Eidechsen gehört? Nicht leicht zu fangen, aber sie haben ein paar prächtige Steine. Und ich weiß, wo eines ihrer Nester ist. Oh, verzeiht, das kann ich nicht verraten. Okay. Ich wusste immer, es gibt einen Gott. Danke, dass ihr euch... Okay, hier ist eine Art Fahrstuhl. Den müssen wir bestimmt erst freischalten. Wahrscheinlich wieder eine Art Shortcut oder so. Seelenzeichen berühren? Nein, ich will gar nichts. Gar nichts berühren.
Aber ich glaube, dass wir einen Fehler gemacht haben. Mit der Welttendenz. Ich glaube, wir gehen nochmal schnell in Nexus zurück und lassen uns sterben, weil wir jetzt hier nämlich menschlich sind. Und ich glaube, wenn wir in der menschlichen Form in den Welten sterben, geht die Tendenz auf schwarz über. Da ist keine Rückkehr Multiplayer möglich. Ich bin ja nicht im Multiplayer. Das schwarze Phantom ist eingedrungen. Ich drehe durch. Alter, lass mich bloß in Ruhe. Alter! Ja, das meine ich damit. Okay, jetzt sind wir aber nicht mehr menschlich. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, Leute, ob ich das richtig erzählt habe, hier mit der menschlichen Form und mit der Geistform von den Welttendenzen her. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Kann ich jetzt eigentlich meine Seelen wiederholen? Ja, kann ich. War zwar nicht viel, aber ja, klein viel macht auch Mist. Okay. Eins, zwei. Eins, zwei. Klebriges weißes Zeug. Was ist denn das schon wieder? Klebriges weißes Zeug. Verzauberte rechte Hand. Er verzaubert Waffe rechte Hand mit Magie. Okay. Ach du Scheiße, was ist denn das hier? Kann ich das benutzen? Zauberkapazität 1. Sag mal, Fuß der linken Hand. Okay, kein Plan, wie ich das benutzen soll.
Okay, ich kann es nicht benutzen, keine Ahnung. Ach, das nervt mich schon wieder, wenn du irgendwas machst und nichts funktioniert. Keine Ahnung. Hoch. Okay, das geht noch nicht. Spinnensteinscherbe. Okay, das ist irgendwie ein Hund oder so. Was ist das? Ich muss hier knurren. Okay, da sind Hundis. Alter, willst du mich verarschen? Heftig.
Und die falsche Waffe gehabt. Ich glaube, ein Hund fehlt aber noch. Die gleiche Mitte, der ganze Zeit das Target wechselt. Okay, kommen wir nicht hoch. Ja, so geht das schon. Gar nicht so viel Seelen, 500 bloß. Schafsteinklumpen. Okay, wir schauen jetzt hier aber noch mal kurz raus. Ich will hier nichts übersehen. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Okay, oben irgendwo runtergesprungen. Alter Schlingel. Weiß sieht man echt gar nichts. Komplett finster. Und wie gesagt, das erste Mal muss man ein bisschen vorsichtig sein in den Level, wenn man halt gar nicht weiß, wo die Gegner stehen. Mhm.
Na, bei einer Nahkampfwaffe war gar kein Schaden, gell, an denen. Okay, scheint aber nichts zu sein. Ich denke mal, jedes Mal irgendwas ist hinter mir. Spitzhacke. Du Scheiße. Ich warte da lieber noch. Könnte man die probieren, wenn die von hinten machen können. Nein! Oh. Alter! Heftig, zweimal, wenn er dich trifft, ist vorbei. Oh, ey, ernsthaft. Thank you.
Scheiß Köter. Okay. Hör den Fetten da wieder. Ich kann meine Waffe nicht verzaubern. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Okay, jetzt ist hier noch einer. Okay. Oh, mein Gott! Mein Gott! Kommt der denn hier? Die haut aber in den Schaden rein. Heftig. Alter Schwede. So, mal gucken, weil mein Mana ist bald verbraucht. Warum steht der Dinge? Aber ich glaube, die werde ich nochmal so probieren, wie ich es vorher gerade gemacht habe. Das hier kann ich mit dem Bogen vielleicht machen? Heftig, mein Bogen macht mehr Schaden wie der Zauber. Okay, dann können wir uns hier mal ganz in Ruhe unsere Seelen wiederholen.
Okay, dann gehen wir mal rüber. Alles klar. Kommen wir noch nicht rüber. Müssen schauen, ob wir irgendwo. Wir könnten von dort oben darunter springen. Das machen wir auch jetzt. Aber erst haben wir uns hier. Die Seele noch. Ah, kommen wir jetzt überhaupt hier hoch wieder? Hier kommen wir ja gar nicht mehr hoch, oder? Alter. Na, hier kommen wir gar nicht mehr hoch. Was ist denn das für ein Scheiß? Und irgendwo welche, irgendwo Hunde oder so? Ich hoffe mal, dass die blöde Brücke jetzt nicht zusammenstürzt. Fetzstein. Okay, jetzt könnten wir eigentlich die da mal machen. Ich hoffe, die lassen uns in Ruhe. Geiles Level aber. Ah, okay, hier ist ein Schalter. Dann tun wir mal den Schalter schaltern. Oder den Hebel hebeln. Alles klar. Es hilft uns aber nichts, wenn wir da eigentlich hochkommen. Wir kommen da. Oder wir kommen von da unten dann wieder hier hoch. Okay, wir schauen mal. Aber warte mal. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ah, okay. Das ist praktisch der Anfang hier. Aber wie kommen wir denn von dort oben? Wie kommen wir da ran? Ich hoffe mal, dass hier nicht irgendwelche neue Gegner auf einmal sind. Okay, hier oben ist jetzt offen. Aber hier kommen wir nicht drüber. Ich weiß ja nicht, wenn wir hier eine Seite, können wir eine Seite hier rüber? Geht es? Oh, es geht. Okay.
Okay. Was war das? Ministerhandschuhe 16. Hat ein bisschen weniger Rüstung. Ich warte aber noch damit. So, jetzt gehen wir hier nochmal rüber. Ohne runterzufallen. Okay, sehr schön. Gut, Leute, ich würde jetzt sagen, jetzt machen wir aber an der Stelle eine Pause. Sind doch schon wieder knapp 40 Minuten. Und schauen natürlich in der nächsten Folge an der Stelle genau weiter, wie es dann weitergeht hinten mit dem Tor. Ich würde mich auf jeden Fall bedanken, wenn ihr wieder reinschaut und wenn ihr mir ein Like, Kommentar oder auch Abo da lasst. Alles gern gesehen, Leute. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.